Nicht, Johanna und ich machen heute ein Gespräch über schöne Räume. Und ihr wisst vielleicht hier in der Gruppe, ich mache so eine Serie ungeschnittene Schönheitsgespräche über Falten, Füllstoffe und Lebenslust. Aber ich erweitere das jetzt mal auch jetzt für dieses Gespräch mit Johanna. Erstmal hallo Johanna, toll, dass du da bist. Danke Katrin, ich freue mich sehr. Und Johanna und ich kennen uns tatsächlich nur über Facebook, aber haben eben so einen Draht miteinander. Und Johanna hat mir hier auch mal geholfen, weil ich mit Zoom überhaupt nicht klar kam und live gehen. Und da hat sie mir so süß beigestanden, dass sie echt mein Herz erobert hat. Johanna, du wohnst in? Ich wohne im Timmendorfer Strand. Wow. Ja. Das ist auch so toll, weil ich habe mein Praktikum im Maritim Golf- und Sporthotel gemacht, als ich 19 war und habe da auch ein Jahr gewohnt. Deshalb finde ich das, bist du da schon immer, wohnst du, bist du da? Nein. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Genau. Ich bin ein echtes Küstenkind. Ich bin aufgewachsen in Travemünde, also ein Ort nach links. Und dort habe ich bis zu meinem 25. Lebensjahr gewohnt und bin dann für 21 Jahre in die große Stadt gegangen, nach Düsseldorf. Und bin 2012 aufgrund meiner Trennung und Scheidung dann wieder zurück hierher gekommen und dann hat es mich halt hierhin verschlagen. Toll. Ja, genau. Sag, und ja, wir wollen ja über schöne Räume sprechen. Du hast auch eine ganz tolle Gruppe, auf die ich dann aufmerksam gemacht wurde durch dich. Und erzähl mal, wie kommst du denn zu den Räumen, zu den berührenden Räumen? Räume haben mich eigentlich schon immer berührt, weil wir ja auch alle innere Räume haben. Und die inneren Räume und die äußeren Räume sind im Wechselspiel miteinander. Also der äußere Raum drückt eigentlich immer aus, was in deiner Seele, in deinem Herzen, in deinem Körper und Geist los ist. Und je schöner du deine inneren Räume gestaltest, desto schöner kannst du auch deine äußeren gestalten, aber auch umgekehrt. Und das ist das Einfache auch an meiner Arbeit, in Anführungszeichen. Doch es darf einfach und leicht sein. Und wenn du deine äußeren Räume veränderst, kannst du ganz schnell auch deine inneren Räume verändern. Du musst aber wirklich die Bereitschaft mitbringen, weil es dann auch an Themen kommt, wo du vielleicht nicht so hingucken möchtest. Und das sind dann halt deine Baustellen, die du in deinem Zuhause siehst oder in deinem Homeoffice oder wo auch immer du dich befindest. Das ist total lustig oder interessant. Ich habe nämlich auch so eine Geschichte gehabt mit meiner Mutter, mit der ich wohnte, ab 14 allein lebte. Und also sie mit mir und meine Brüder waren bei meinem Vater und da saß ich auch mal in meinem Zimmer, ein bisschen desolat und war verwirrt und sie saß neben mir und sagte auch, Katrin, guck dich mal hier um in deinem Zimmer und jetzt überprüf mal, wie das in dir aussieht. Mhm. Und insofern spricht mich das auch sehr an. Und seit wann bist du, ich habe gesehen, Feng Shui, du machst Feng Shui, du hast dich richtig beruflich darauf ausgerichtet jetzt. Also ich mache das seit 2018 hauptberuflich und ich habe aber das vorher eigentlich immer schon gemacht. Also auch für Freunde, für Familie, wer auch immer es gerne wollte und habe mich dann halt entschieden, das zu meinem Beruf zu machen. Und ich bin keine ausgebildete Feng Shui Beraterin oder Praktizierende in dem Sinne. Das ist bei mir in der Gruppe die Marion, die ist ausgebildete Feng Shui Meisterin. Aber ich habe mich natürlich sehr intensiv mit Feng Shui beschäftigt und mit den Elementen und was da alles eine Rolle spielt. Und Feng Shui ist ja auch sehr ganzheitlich und das ist ja auch mein Ansatz. Ich heiße ja nicht umsonst Holistik, ist halt ganzheitlich. Und ich schaue mir nicht nur den Raum an, sondern ich schaue mir auch den Menschen an. Wie geht es dem da in den Räumen?
Was hat er für Themen? Was hat er für Probleme? Was hat er für Bedürfnisse? Worum geht es eigentlich? Und ja, und das, da mich Persönlichkeitsentwicklung auch total interessiert, ist das natürlich, greift das natürlich ineinander. Ja, ich habe ja das letzte Mal gemerkt, wir wollten das ja letzte Woche schon machen. Und da hast du mich am Dienstag irgendwie erwischt und hast gesagt, Katrin, ich habe so das Gefühl, da stockt irgendwas. Wollen wir es lieber verschieben? Und ich saß irgendwie, war in der Küche und dachte, hä, ist die das wir kennen uns kaum und die fühlt, dass ich gerade so einen Kopf habe und gar nicht richtig frei bin, dass wir uns treffen. Das fand ich echt spooky. Nun wissen wir auch, dass wir eine gemeinsame Beraterin haben, die auch medial arbeitet. Und das spüre ich ja bei dir auch. Wusstest du darum schon immer, dass du auch so feine Antennen hast? Ja, also das als Kind habe ich natürlich, also ich bin das, was man hochsensitiv oder hochsensibel nennt. Das habe ich in meiner Kindheit schon gespürt. Und im Laufe der Jahre habe ich mich dann auch irgendwann damit beschäftigt, was ist das eigentlich, warum nehme ich so wahr, warum nehme ich so fein wahr, warum fühle ich das so, warum höre, sehe, schmecke, fühle ich das alles oder rieche. Ich habe einen super feinen Geruchssinn. Warum ist das so? Und das ist einfach, das ist in mir angelegt. Und je mehr ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung voranschreite und je mehr Schrott und Müll und Krempel ich auch innerlich beiseite räume, desto mehr kommt das natürlich wieder zum Vorschein. Und deswegen, wir sind ja auch über die morphogenetischen Felder verbunden. Und ja, auch Räume. Ja, das sind, ja, genau. Genau. Und wenn ich dann mich mit einem Menschen verbinde oder dahin fühle, also das ist nicht so, dass ich das jetzt den ganzen Tag mache, fühle und gucke, was andere Leute machen, um Gottes Willen. Nein, aber ich habe einfach so reingespürt und mich so auf das Gespräch fokussiert und dann habe ich das halt alles bei dir wahrgenommen. Und deswegen habe ich dich angeschrieben, ob wir vielleicht verschieben wollen. Ja, wie kommst du denn jetzt damit klar? In diesem Jahr hast du ja wahrscheinlich auch online gearbeitet. Ich sag mal, die einen sagen, ja, für sie ist es sogar einfacher, weil sie so sensitiv sind, so konzentriert am Bildschirm zu sitzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch mit diesen 15 Sinnen unterwegs und jetzt, wo ich wieder Menschen berühre und sie vor mir sitzen, es ist doch ein anderer Raum, es ist eine andere Qualität. Genau. Also ich habe von Anfang an interessanterweise online gearbeitet, weil ich zunächst, also meine ersten Kundinnen kamen über Facebook, über meinen Freundeskreis, Kontakte und da habe ich über die Ferne gearbeitet. Daher war mir das überhaupt nicht fremd. Und es ist tatsächlich, also auf der einen Ebene kann man sich sehr gut fokussieren. Es ist auch, aber du hast recht, also es ist schöner, wenn ich in ein Haus reingehe und ich kann das anfassen und ich kann mit dem Menschen direkt kommunizieren, kann ihm die Hand geben oder meine Kundin umarmt mich dann eigentlich immer. Ja, manche schon zu Anfang und dann am Ende auch und das ist einfach total schön, weil sich so eine Verbindung aufbaut. Das brauchst du auch, weil es ist, die Arbeit mit Räumen ist für mich, wie ja bestimmt auch für dich, eine total intime und persönliche Arbeit und da braucht man schon eine gewisse Sensibilität und aber ich mag beides. Ich mag sowohl online arbeiten und aber auch gerne, super gerne vor Ort. Ich habe jetzt hier gerade, da war es so heiß, im Keller gearbeitet. Oh, war das schön. Aber das war total schön. Aber ich gehe wirklich auch gerne in die Räume rein, ja. Ja, das, aber es ist ja gut. Wir gehen jetzt mal in die Raumthemen rein. Ja. Ich muss ja so ein bisschen sehen, die Gespräche sind immer eine halbe Stunde, dass die Zuhörerinnen auch ein bisschen was mitnehmen können. Keller, wo du schon mal im Keller anfängst. Es gibt auch in meinem Kreis auch immer so Frauen, die auch so Räume im Keller ausbauen. So, ich habe mit dem Keller ein bisschen Probleme. Ja. Kann man es lösen?
Also ja, das kannst du natürlich lösen. Der Keller ist unsere Basis. Das ist, wenn du ein Haus wie unseren Körper betrachtest, das Wurzelchakra. Mhm. Und im Keller liegen die Leichen. Mhm. So, und deswegen haben ganz viele Menschen ein Thema mit Keller. Mhm. Weil da wird alles abgestellt, auch physisch, mit dem ich erstmal nichts zu tun haben will. Und du kannst natürlich ganz viel erstmal energetisch den Raum klären, dass wieder ein guter Energieflow da ist, dass leichte Energien reinkommen. Du kannst mit Farben arbeiten, du kannst mit den Möbeln arbeiten, du kannst mit Licht arbeiten, mit Pflanzen. Also die Möglichkeiten sind da ja unendlich. Aber da gilt es in erster Linie, also wenn man ein Kellerthema hat, zu schauen, was liegt da im Verborgenen, im Argenen? Was habe ich weggeschoben? Wo wollte ich schon so lange nicht mehr hingucken? Da sind auch all die ungeweinten Tränen und all diese Dinge, die einen belasten. Mm. Und wenn jemand einen total zugemüllten Keller hat, dann weiß ich eigentlich schon, was das Thema ist. Ja, toll. Also ich meine, da steht noch ein bisschen was an. Es muss nicht immer so sein. Nein. Also ich glaube, das ist ja auch wahrscheinlich so ein bisschen die Krux, dass wir uns da nicht zu viel auf einmal vornehmen. Wenn Nein. wir sagen, wir machen eine Beratung oder so, müssen wir unser ganzes Haus einmal komplett, ne? Nein, musst du gar nicht. Wenn deine Kundinnen kommen, die wollen doch auch nicht, ich weiß nicht, kommen die eine Stunde? Nee, die kommen meistens länger. Ja, aber auch da kannst du ja nicht in dieser Zeit ihr komplettes Leben abhandeln. Nee. Das geht einfach gar nicht. Nee. Ja, du kannst das nicht. Und das braucht seine Zeit und es ist auch überfordernd, wenn man zu viel auf einmal macht. Ja. Ist das bei dir, also in deiner Arbeit? Ja. Also wenn du wirklich an dieses Weiblichkeitsthema rangehst und das ist, hat mit Identität zu tun und so weiter. Und das denke ich, ist merke ich eben auch, seitdem wir mehr Kontakt haben und du deine Tipps gibst und Empfehlungen. Und wenn man eben auch sehr spürig ist, dann guckst du eben deine Bücherwand anders an, etc. Ja. Wo du sagst, gut, Keller, mir fällt auch nochmal Bücher ein, tatsächlich. Wie viele Bücher im Regal haben? Ja, kannst du dazu was sagen? Ja, Bücher ist auch für viele ein Thema. Das hat auch ganz viel mit der Identifikation mit den Geschichten in diesen Büchern zu tun. Und ich empfehle niemandem, räum dein Regal leer, so wie ich, bis auf 20, 25 Bücher. Das muss man überhaupt nicht. Aber ich frage mich, also ich frage dann immer nach, hast du die Informationen, die du aus diesen Büchern erhalten hast, schon aufgenommen und praktizierst du sie oder wozu brauchst du sie dann noch? Ich meine, es gibt Bücher, da schlage ich nochmal nach, Kräuterbücher oder Bücher, ich bin ja auch ganzheitliche Farbberaterin, also wo ich dann auch nochmal Besonderheiten nachlese. Aber die Informationen aus einem Roman, der hat mir Freude bereitet, das ist fertig, die Geschichte. Mhm. Und es gibt bestimmte Methoden, wie man seine riesigen Bücherwände aussortieren kann. Also da, wie man da vorgeht, also dass man von links nach rechts ausräumt und dass man erstmal sortiert. Also sortieren ist immer ganz wichtig, auch im Kopf, also da wieder innen zu sortieren. Was soll denn mein Endergebnis sein? Also was möchte ich da rausbekommen sozusagen? Also wäre für dich auch eher die Idee, ich nehme mir einen Zettel und einen Stift und sage mir erstmal, wie soll mein Regal aussehen und welche Informationen sind wirklich die, die ich meinetwegen über Öle, also ätherische Öle, das ist immer so mein Thema, aber eben bestimmte, also ich habe auch so Quantenforschung etc., wo ich aber auch merke, da lese ich zwei Seiten und dann muss ich die erstmal verarbeiten. Genau, okay, aber wenn du immer wieder darin liest, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung, weil dann gibt es dir was.
Ja gut, aber dann nur, weil, ja, wenn ich sie nur da stehen habe, um unglaublich schlau zu wirken, ja, und zu sagen, genau, ich habe das Buch von Dieter Bröers da stehen, ja, wie auch immer. Aber es macht mir nicht wirklich Freude. Genau, darum geht es ja auch. Es geht ja auch darum, was macht dir Freude, was liebst du, was hat einen Nutzen für dich. Und wenn es das nicht ist, dann ist es meistens beschwerend. Also es gibt diese Menschen, die unfassbar Regalmeter haben. Aber die sagen, ich liebe meine Bibliothek, ich erfreue mich daran. Okay. Die sortieren das dann, es gibt welche, die sortieren das nach Farben oder nach Autoren oder nach Werken. Und die lieben das. Also das ist, den würde ich niemals sagen, sortier jetzt, wann hast du das Buch das letzte Mal gelesen? Ja, vor 5 Jahren. Wirst du da nochmal reinschauen? Nein. Ich würde niemals sagen, so, dann schmeiß es doch weg. Also wegschmeißen sowieso nicht. Gibt ja Möglichkeiten zu spenden, zu verkaufen in den Bücherschrank, die es ja überall gibt. Ja. Sag, nochmal, und wo ich gerne nochmal hingehen würde mit dir in den Raum, ins Badezimmer. Ja. Ich habe eben auch, ich spreche ganz gerne von diesem Schönheitslabor, diesem inneren Schönheitslabor, und habe auch Zeiten, wo ich mir da eben wirklich so eine Frisurkommode hinstelle, ne? So in diesen inneren Raum, wo ich so ganz genüsslich mich feiere und so weiter. Und ich finde, das ist eben wirklich die Stelle, die für mich jetzt meine Arbeit sehr wichtig ist. Schlafzimmer, Badezimmer. Genau. Und was würdest du mir da empfehlen im Badezimmer, auf was ich achten soll, um eben auch immer wieder in dieses genüssliche Körpergefühl zu kommen? Du weißt. Genau. Also auf jeden Fall das Badezimmer nicht nur funktionell zu betrachten, sondern tatsächlich den Raum so schön als möglich zu machen. Mit Dekoration, mit Farben, mit Pflanzen, mit Düften, was auch immer dein Herz erfreut oder deine Nase oder deine Sinne überhaupt. Also, dass es da gut riecht, gut aussieht, natürlich aufgeräumt, also befreit von allem, was da nicht hingehört. Also schmutzige Wäsche, die auf dem Fußboden liegt. Also da gibt es so schöne Behälter. Einen schönen Spiegel, wo man sich auch betrachten kann. Die Kosmetik vielleicht schön dekoriert. Da gibt es Halter, Becher, was weiß ich. Oder viele mögen es auch nicht so offen, dann im Schrank schön verstaut. Aber das ist auch für das Auge einfach schön ist. Was hältst du von Bildern? Und ich in der Toilette habe ich eben auch gerne so Postkarten hängen oder auch so kleine Glaubenssätze, ne? Die Warum-Affirmationen von Britta. Es gibt tolle Sachen. Ich habe, es gibt ja viele Badezimmer, die leider kein Fenster haben. Ja. Und vor allen Dingen oft im Altbau. Und da gibt es wunderbare Wandtattoos, wo du also das Gefühl hast, du schaust jetzt aufs Mittelmeer oder in einen Sonnenuntergang. Also da muss man aber schauen, dass es nicht too much ist und dass es auch dann mit den Elementen, dass man die nicht überfrachtet, damit das energetisch halt nicht kippt. Ne? Ja. Aber da gibt es wunderschön auch so Sprüche und Ranken und mit Blumen und Pflanzen oder wie ein Dschungel. Also da gibt es tolle Sachen. Und bei diesen Karten und Sprüchen ist es wie überall in allen Räumen nicht zu viel, weil du schaust nicht mehr hin. Also wenn es zu viel ist, blendet das Auge aus. Ne? Also eine Pinnwand, ein Kühlschrank, der voll ist mit 1000 Sprüchen, Karten. Also im Badezimmer würde ich auch, da wo ich öfter hinschaue, da ein wunderschöner Spruch, eine schöne Karte, wo ich dann immer wieder reflektieren und lesen kann. Den Spiegel reinigen. Also, genau, das mache ich immer in der Tanzschule. Also ich mache ja eben auch
Coaches in der Tanzschule. Ja. Und dazu bin ich jetzt auch übergegangen, die Spiegel tatsächlich einmal zu reinigen, wenn ich da reinkomme. Genau, genau, wie auch die Fenster. Das ist, also die Fenster sind ja unsere Verbindungen nach draußen. Ja. Und was uns das widerspiegelt. Und wenn ich immer nur so Drecksfenster habe, ja, was soll da an Ideen und Inspirationen reinkommen? Und beim Spiegel auch. Und man kann den Spiegel auch energetisch reinigen. Das mache ich auch ab und an. Also wenn zum Beispiel... du Besuch hatte. Ja, wenn man Besuch hatte oder wenn man einen schlechten Tag hatte und guckt sich an und denkt, ja. Oh, wie siehst du denn heute aus? Und dann, dass man das wieder energetisch klar klärt. Ne? So, ja. Dann, weil ein Spiegel ist ein Speicher. Ja, ja, klar. Ja? Ja. Aber du machst es jetzt nicht jeden Morgen, jeden Abend? Nein, also nein. Gut. Nach Gefühl. Ja. Und also ich arbeite ja ganz viel mit den Ölen, ne? Ja. Und für mich, als ich jetzt auch so merkte, auch Räume, was überhaupt, da gibt es auch, wir könnten wahrscheinlich 2 Stunden sprechen. Ne? Und das ist ja so vielschichtig, Freiräume schaffen, Lieblingsräume, also boah. Und ich mache es eben dann mit den Ölen, dass ich eben auch den Raum um mich rum, also du sprichst ja wahrscheinlich auch von der Aura. Genau. Jedes Haus und jeder Mensch hat ja eine Aura. Auch ein Haus hat eine Aura. Auch ein Haus hat eine Aura. Ein Haus hat einen Geist, eine Seele und einen Körper. Ah ja, okay. Was ist, der Körper ist praktisch das Mauerwerk und so weiter? Ja, also der Körper ist alles, was in den, um das Haus herum, die Fassade, Dach und so weiter, da kann man nochmal aufschlüsseln. Ja. Und die Seele kommt, ist die Mutter, die kommt beim Richtfest sozusagen, ne? Die beseelt das Haus dann. Und der Geist ist der Vater, das ist die Absicht, die du reingibst, wenn du ein Gebäude erschaffst, erbaust, erplanst. Ja. Das hat ja immer eine Absicht. Ne? Ja. Du sagst ja nicht, ich baue hier irgendwas hin, sondern sagst, das wird ein Wohngebäude oder eine Kanzlei oder eine Kirche oder so. Ja, interessant. Das ist vor allen Dingen, weil ich habe ein eigenes Haus gebaut. Ich bin in ein altes Haus gezogen. Nun wohne ich in der Wohnung, die, wo mehrere mehr Familienhäuser stehen und das natürlich ein anderes Herz hat, dieses Haus. Das werde ich mal gleich auswischen. Also ja, mag ich aber da kannst du ja auch mit deinen Ölen und arbeiten. Ja, das werde ich nochmal machen, dass das eben einfach dieses Wohlgefühl und ja, dieses, ich mag es ja eigentlich auch sehr gern individuell. Ja, ich auch, total. Also bei mir gibt es kein One-Size-Fits-All 0815 Schema F, gibt es bei mir nicht. Nee. Deswegen habe ich mich auch nicht auf eine bestimmte Methode fokussiert, sondern ich arbeite immer ganzheitlich und individuell. Aber ich wollte noch mal was sagen, wenn du jedes Haus, Wohnung, auch ein einzelner Raum hat eine Herzmitte. Und diese Herzmitte kannst du zum Beispiel mit einem Öl oder Duft, der das Herz anspricht, also mir fällt jetzt Rose ein, oder Lavendel, weil es halt so fein ist und auch entspannt und beruhigt, kannst du an der Stelle, meistens ist es tatsächlich genau in der Mitte der Wohnung, fast so wie bei uns Menschen, da guckst du dir einfach deine Wohnung an und schaust, wo du kannst es auch fühlen, ne? Wo ist die Herzmitte mal? Und da kannst du gestalten, also schön, wirklich auch äußerlich gestalten, aber auch innerlich dich damit verbinden. Ja, schön. Und deine Wünsche reingeben zum Beispiel. Und könnte ich das jetzt auch, mein Sohn zieht ja wahrscheinlich im August nach St. Peter-Ording, macht er seine Ausbildung, kann ich das letztendlich auch da, wenn er dann sein Zimmer bezieht, dann geistig ihn da so ein bisschen Schutz hinbringen? Das kannst du, das ist auf jeden Fall möglich. Also du kannst über Zeit und Raum, weil es halt alles miteinander verbunden ist, dort in den Raum gehen mit deiner geistigen Absicht und kannst diesen Raum rein, das mache ich ja auch über die Ferne, also Space Clearing und Healing, über die Ferne Räume reinigen, klären
und auch schöne Energien reingeben, leichte, klare, was auch immer derjenige benötigt. Das kannst du auf jeden Fall machen. Toll. Sag, Johanna, ich sehe so unsere Zeit. Wie ist es, wo finde ich dich, wenn jetzt jemand sich interessiert für deine Arbeit? Du hast die Facebook-Gruppe. Genau, ich habe meine Facebook-Gruppe Raum berührt, zusammen mit der Marion Rosenfelder. Und ich habe natürlich eine Webseite, johanna-stüttgen.de oder auf Facebook Johanna Stüttgen. Da findet ihr mich auch. Gut. Genau. Super. Klasse. Ja. Also ich finde das wirklich ein ganz, ganz wunderschönes Thema. Und, oh ja, und das ist so, da kann man Stunden drüber reden. Ja. Nochmal zum Schluss, dieses, wenn ich auch sehe, arbeitest du auch mit Gruppen oder eher einzeln im Moment? Ich mache im Moment Einzelarbeit, aber ich würde auch in Zukunft, also das habe ich mir schon auf den Plan gelegt, mit Gruppen arbeiten, aber im Moment liebe ich meine Einzelarbeit, weil sie halt eben so persönlich und intim ist. Ja. Und mach das am liebsten im Moment. Naja, vielleicht können wir ja mal was zusammen machen. Ja, gerne. Ja, also weil ich eben schon merke, auch in den vielen Meetings, die ich nun hinter mir habe, dass es auch tatsächlich eine Kunst ist. Ich meine, bei 20 Leuten ist es fast für mich schwierig, alle irgendwo in so einem Kuschel, ne? Ja, weil du den Raum hältst. Also da muss, also was heißt muss gar nichts, aber da ist es gut zu wissen, inwieweit bin ich energetisch aufgestellt, wo ist meine Grenze, den Raum zu halten. Also das ist bei manchen, ist es 3 dann oder 10, manche können Hunderte von Menschen halten. Ja. Das kann man aber immer mehr erweitern. Also je mehr du den Raum öffnest, desto eher funktioniert das dann, sage ich mal. Ja, ich bin gespannt. Da taste ich mich eben auch gerade vor, dass ich, bei mir ist es eben wichtig, diese Verbindung zu jedem Einzelnen zu haben. Und da merke ich eben, weil ich auch relativ viel fühle und wobei das eben hier im Zoom noch anders ist als jetzt real. Ja, ja. Wie viel tun mir gut und wo bin ich in der Qualität, die ich gerne haben möchte? Genau, genau. Ja, toll. Super. Ich glaube, da sind ganz viele Anregungen dabei. Also vielen Dank erstmal für das Gespräch. Sehr gerne, Katrin. Hat mich total gefreut. Ja, bis ganz bald. Bis bald. Tschüss.